Der junge Unbekannte, der Wanda wie ein längst Bekannter ein heimliches Zeichen gegeben hatte, zog, worin immer seine Ausstrahlung begründet sein mochte, auf seltsame Weise die Blicke der Umsetzenden auf sich. Auch dem redseligen Erzähler war er aufgefallen. Dieser schien die Anwesenheit des einfachen Mannes übel zu vermerken und erging sich in spitzen Bemerkungen, die der Betreffende gar nicht zu vernehmen schien. Er hatte ein Zeitungsblatt vorgenommen und studierte es mit einem Eifer, als habe der Inhalt die allergrößte Wichtigkeit für ihn. Als er damit fertig war, erhob er sich, trat an den Tisch, an dem der Brahma-Bass seine Reden hielt und fragte in höflichem Ton: Entschuldigen die Herren, ist vielleicht eine von den hier liegenden Zeitungen frei? Nein, wies ihn der Erwähnte mit einer Miene ab, die geringschätzig und verächtlich war. Ich lese sie selbst. Alle auf einmal. Es war ein sonderbarer, rätselhafter Blick, den er dabei auf den Sprecher richtete. Alle. Dann bitte ich um Entschuldigung. Er kehrte an seinen Platz zurück und vertiefte sich wieder in die bereits vorgenommene Lektüre. Nach einiger Zeit erhob er sich zum zweiten Mal. Bedürfen Sie auch jetzt dieser Zeitungen noch, mein Herr? Ich werde sie gleich vornehmen. Klang es kurz und barsch. So,